Hallo. Ich glaube, das wird eine ganz wundervolle Veranstaltung. Wir haben schon im Vorfeld bis zu 26 Session-Vorschläge bekommen und das Wissen wird geballt sein. Für alle ist klar im gemeinnützigen Sektor, wir können nur wirklich Veränderungen schaffen, wenn wir Sachen größer denken und größer machen. Hallo, Christina von Sierra Munich. Meine drei Tags sind Frauen in Führung, Social Business und Kooperationen. Ich bin Barbara von der Bürgerstiftung München. Partizipation, Nachhaltigkeit, global denken, lokal handeln. Hallo, ich bin Felix von Children for Better World. Meine Tags sind Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung und Handeln. Wir haben einen Quartiermeister aus Berlin nach München transferiert und einfach zu sagen, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, möchte ich gerne weitergeben. Deswegen, wenn jetzt hier ein Open Transfer Camp in München ist, auf dem total viele andere spannende Leute zusammenkommen, die Social Entrepreneurs oder gesellschaftlich aktiv sind, bin ich da natürlich dabei und gebe gerne von meinen Erfahrungen weiter und freue mich aber auch immer auf den Austausch mit anderen Leuten, die spannende Sachen machen. Ja, wer hat Interesse an der Club-Session? Ja, das könnte auch dann der kleinere Raum sein, oder? Oder aus dem Netz. Wir haben einiges falsch gemacht und wir haben auch einiges richtig gemacht. Ich würde gerne einfach über diesen Transfer mit euch diskutieren. Der größte Mehrwert für sowohl Studierende als auch Sozialunternehmen und sozial engagierte Leute auf so einer Veranstaltung ist dieses ganz verdichtete Netzwerk. Ich finde es eine sehr erfrischende Kombination aus Professionalität und Ideen. Also die Fülle an Ideen hier ist unerträglich, sage ich so im positiven Sinne. Wir haben jetzt nicht viel Geld, aber wir haben Zeit, wir können Zeit checken. Bürgerbüro, whatever, das sozusagen das eine macht und das andere gleich mitmacht. Also ja, genau. Muss ja keine neue Organisation dafür gegründet werden, das habt ihr gar nicht gemacht. Ja. Aber die Kompetenzen, die Gerhard hier vorträgt, ja, die müssen ja irgendwie auf die Straße gehen. Ja. Das Publikum super hier, weil jeder, sag ich mal, sich sehr aktiv selber einbringt und es ist nicht so eine Konsumhaltung, dass die Leute hinsetzen und einfach nur zuhören, sondern jeder gibt seine Erfahrungen preis. Ich habe 30 Sessions und ich möchte mich bei euch bedanken. Es ist eure Veranstaltung gewesen, weil ihr wisst ja, bei einem Barcamp gibt es keine Zuschauer und Teilnehmer und deswegen mit Klatschen und sind alle erstmal.